herzlich willkommen zu I Wanna Kill the Camille. Survive. So, wir sind jetzt, noch in dem Startscreen und das hat auch den Grund, dass ich bevor der jetzt sofort anfängt, in der zu laufen, ja, ich habe das schon überprüft, da gab es einen Speicherpunkt zwischen den zwei Phasen, wo ich sehr glücklich drüber bin, weil der Boss, also der erste Boss davor, war nervig. Er war nicht schwer, aber er war nervig. Und für alle Leute, die jetzt eventuell, ich weiß nicht, ob es überhaupt noch gibt, aber der eventuell das Video guckt und dann sagt, hey, das möchte ich auch spielen, und dann irgendwann mal zu diesem Boss kommt, dem kann ich sagen, die Äpfel kommen, wenn man auf ihn schießt. Das heißt, man möchte nicht auf seinen Kopf spammen. Keinesfalls. Das heißt, es ist ein super krasser Ausdauerboss. Ja. Gibt's mehr zu sagen? Eigentlich nicht. Das heißt, wir machen jetzt hier sofort weiter. Das ist ja Katsching, wir starten hier. Und er läuft uns hinterher und wir müssen über Zeugs drüber jumpen. Habe ich mir leider natürlich nicht gemerkt, wie denn die Route nochmal genau aussah. Und genau da bin ich auch beim letzten Mal gestorben. Ich weiß nicht, ob ich das reingeschnitten habe oder rausgeschnitten habe, aber das ist auf jeden Fall genau die Stelle, wo ich dann beim letzten Mal auch schon gestorben bin. Das Coole ist, es scrollt nur, wenn er sich bewegt. Okay, actually, es ist ziemlich hart, davor zu sterben. Also fest, ich habe so lange in diesem Spiel keine Jump-and-Run-Passagen mehr gemacht im Endeffekt. Alles nur Bosse und noch mehr Bosse. Ja. Bin ich einfach super bad geworden daran. Da ich das Ganze aber auch noch als Bossfight zähle, ja, wobei ich mache ja so immer nur noch eine halbe Stunde. Das heißt, wenn ich an einem Safe oder an einem Boss eine halbe Stunde hänge, dann werde ich dann halt zeigen, wie er richtig zu gehen hat. Ich weiß nur noch nicht, ob ich das, also ich schätze mal beim letzten Boss, ja, bei Camille dann, schätze ich mal. Aber ich weiß gar nicht, soll das, doch ich glaube, dieses lilahaarige Mädchen soll Camille sein. Bei der werde ich dann, glaube ich, ein paar mehr Videos reinhängen, weil ich meine, das ist der letzte Boss, ja. Das finde ich gehört sich so. Ach, das ist doch scheiße. Naja, habe ich erwartet, dass hier leichte Sprünge kommen, eigentlich nicht wirklich. Ja. Kann ich hier eigentlich abschießen, Mann? Ja. Boah, ich bin aber auch, weißt du, das sind eigentlich nur ganz normale Gate Jumps, aber ich bin richtig hart bad. Einfach nur. Aber richtig hart bad. Aber boah. Das ist richtig krass, wie schlecht ich bin. Aber wie gesagt, ich habe es halt voll lang nicht mehr gemacht in dem Spiel. Oder generell Gate Jumps. I Wanna Be Myself ist ja alles, aber so diese typischen Tricky Jumps sind da ja eigentlich nicht drin. Also so Gate Jumps und Diamonds und tralala. Boah, das finde ich schlecht. Leck mir am Arsch. Also, und nach diesem Chase hier kommt noch eine Stage, das weiß ich, aber die Stage hat nur einen Raum. Und dann kommt der Endboss. Das heißt, wir sind echt super nah am Ende. Wie gesagt, wenn das Spiel hier durch ist, dann werden echt mal so drei Kreuze gemacht. Alter Schwede. Was für eine Prozedur einfach. Muss ich fairerweise sagen, ich könnte wahrscheinlich auch schon längst durch sein. Wenn mich nicht dieser Mega Man Boss so super hart runtergezogen hätte. Oh, hat er irgendwie, ich weiß gar nicht warum. Im Endeffekt war der gar nicht so schwer, aber. Also nicht so schwer, wie ich am Anfang dachte, dass er schwer werden würde, Bob. Mit solchen Jumps kannst du mir doch nicht kommen. Achso, ich wollte irgendwann mal was ausprobieren. Okay, nein, er stompt direkt auf mich drauf. Dachte, vielleicht könnte man. Nein. Da ist no way, dass man da hinter ihm bleibt. Ich meine, hätte ich lustig gefunden, ne? Aber. Aha. Aha. Ja. Und genau solche Jumps im Dauerakkord. Während man gechased wird. Das heißt unter Zeitdruck. Ach, ist das schön.
Ach Gott. Das wird auch wieder echt lang dauern. Bis ich erstmal überhaupt wieder in diese Jump and Run Steuerung mehr oder weniger reingearbeitet habe, ey. So. Wo ist der Sprung? Where are you? Und es ist natürlich auch ein krasses Try-and-Error-Ding, ne? Ich glaube schon, dass dieser Run ziemlich lang ist. Und dementsprechend... ohne es vorher zu kennen. Vielleicht hätte mir noch, habe ich mir kein Video dazu angeguckt. Aber das werde ich machen, wenn ich den, wenn denn diese halbe Stunde vorbei ist und ich ihn dann noch nicht geschafft habe. Will ich mir natürlich ein Video angucken, weil im Endeffekt diese ganzen Try-and-Error-Sachen könnte ich mal richtig hart am Arsch lecken. Warum soll ich das selber Try-and-Error versuchen, wenn ich es auch einfach mehr angucken kann? Aha. Da kommt der Doppelsprung nicht. Ich drücke ihn, aber er kommt nicht. Das ist klasse. Wieder meine Lieblingsprämissen in diesem Spiel finde ich immer wieder. Ach ja, komm. Mal gucken, wie weit ich blind vorjumpen kann. Jetzt soweit. Sehr gut. Naja. Ich weiß auch gar nicht, ob das unbedingt nötig ist, blind vorzujumpen, weil im Endeffekt. Naja, okay. Also ich kann mich ja nicht mal wirklich darüber aufregen gerade. Einfach nur ein schönes Gefühl, endlich wieder Fortschritt zu machen. Mit diesem Kackspiel. Und übrigens muss ich mal sagen, ich weiß ja nicht aus welchem, ich glaube nicht, dass das ein Self-Made-Run hier ist, sondern dass das wieder aus irgendeinem Spiel genommen wurde. Sagen, finde ich das eigentlich, sieht das eigentlich ganz nice aus. Also die Custom Blocks und der Hintergrund und so. Finde ich kann was. Und Bruder bin ich ja gerade gestorben, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ach komm, ernsthaft? Und die Musik ist auch ganz nice. Weil ich ja sagen muss, dass ich die Musik in dem Spiel generell fast immer nice fand. Es gab wenig Stellen, wo ich gesagt habe, boah, die Musik ist kack, yes. Kack, yes, 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 yes. Aber es ist natürlich Sidescrolling. Sidescrolling heißt immer warten. Ich wette mit euch, es wird noch einen Punkt geben, wo dieses Sidescrolling... Also entweder das Sidescrolling wird schneller, könnte ich mir gut vorstellen. Oder es kommen so richtig knappe, hey, du musst dich entscheiden, wo du hingehen willst. Und es ist nur ein Weg richtig, so neue Geschichten. Das kann ich mir auch noch gut vorstellen. Was mich auch nicht wundern würde, wäre, wenn es hier Traps geben würde, diesen Mann. Weil, ne? Warum auch nicht? Ja, oder? Classic. Ach Gott, ich bin so mies, ey. Das sind wirklich keine schweren Sprünge da hinten. Aber also doch nicht. Und nicht so die Überkarenzmänner ansprüngen. Aber ich bin einfach trotzdem zu scheiße, um ihn zu schaffen, einfach. Oh mein Gott, ich bin auch noch gespannt. Wie gesagt, mehr als versuchen kann ich nicht. Mehr als versuchen kann ich nicht. Es ist halt so nicht schwierig. Leck mich am Arsch. Eigentlich. Gut, naja, es sind halt schon Stellen, wo man sterben kann. Und im Endeffekt. Ach Gott. Gott im Himmel. Weil im Endeffekt sind das jetzt auch nicht so die super simple Jumps wie die ersten hier, aber. Würde ich bei den ersten Jumps failen, ne? Dauerhaft. Das wäre traurig. Dann würde ich mich fragen, was ich irgendwie... wie ich überhaupt bis hierhin gekommen bin. Aber... sonst wäre jetzt nicht das Problem. Nicht mal andersweise. Aha. Ach, das ist doch scheiße!
Beziehungsweise ich bin scheiße. Ich bin zu scheiße für diese Stelle gerade im Moment. Wobei, then again, ist das halt auch wieder eine krasse Übungssache, ne? Ich glaube, das hier ist so eine Passage, wenn man sie schon mal gemacht hat. Oder generell, ja, weiß nicht, wenn man generell mehr in dem Jump'n'Run gerade drin ist, dann kann man diese Stelle, glaube ich, auch ganz gut schaffen. Halt insbesondere, wenn man den Weg schon kennt, ne? Das ist natürlich immer vorausgesetzt. Oh, Butzemann! Ich hasse es, durch Gates zu jumpen, weil ich da manchmal zu dämlich für bin. Oh, das Musik gefällt mir. I like. Boah. Boah. Diese erste Passage hier, das ist halt wirklich nur... Ahaha. Man will ja echt nur warten darauf, dass die nächste, also dass die schwereren Sprünge kommen. Das ist ja nur so Verzögerungstaktik hier. Und echt extremst hart dabei zu sterben, könnte man sagen. Mal, nichtsdestotrotz schaffe ich das ab und zu mal, aber. Ach, das ist doch scheiße. Das ist doch ernsthaft scheiße. Ich weiß übrigens gar nicht. Da hinten, wo man. Also nach dem Sprung. Kann man ja auch hier runter, oder? Ich glaube, der Sprung ist dann einfacher. Glaube ich. Na, ich habe ihn da trotzdem wieder verkackt, aber. Meiner Meinung nach ist der dann, dürfte der dann einfacher werden. Sollte ich dann vielleicht mal ins Auge fassen, das dann so mal zu machen. Mal wieder, auch mal wieder. Wenn ich denn überhaupt durch das verkackte Double Gate durchkomme. Kann ich sagen, wenn hier auch noch irgendwie ein Diamond kommt oder so, dann stehe ich halt wieder davor wie Ochs vom Walde. Und, ja, keine Ahnung. Schaffe ich nicht, weil ich zu dumm bin.